Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play. Ja, Entschuldigung. Tales of Graces F. In der letzten Folge sind wir ja hier im Kolosseum Klecks gescheitert. Deswegen habe ich jetzt mal den Schwierigkeitsgrad auf schwer runtergestellt, also zwei Schwierigkeitsgrade runter, weil One-Hit-KOs einfach nicht witzig sind. Und ja, ist das ein Traum? Ja, ich habe genauso gespielt wie beim letzten Mal. Deswegen ist das jetzt nicht so leicht gewesen. So, und ich bin jetzt mal dafür, dass wir mal Espe versuchen. Weil, ja, keine Ahnung, da sind schon viele Frontkämpfer, die möchte ich alle relativ zügig erledigen. Und ich glaube, dagegen ist auch der Sau gegen Victoria nicht allzu schwach in Sachen Verteidigung und so. Fernkämpfer kann ich gegen sie gar nicht gebrauchen. Also was den ja. Zack. Okay, der hat schon mehr. In your face. What? Oh nee. Aha. Lähmung und weil nicht Stein. Wow, mal richtig schön. Ich habe irgendwie alle Gegner wieder in der ersten Runde erledigt. Beziehungsweise in den ersten 5 Runden, wie der Teil ist. Und ja, ich habe die ganzen großen Gegner besiegt. So, diesen fetten Schleim und diesen einen, was natürlich verdammt für eine Pflanze ist. Und dann kommt irgendwie so ein ganz kleiner und fällt Cherry ein und die kommt einfach nicht mehr da raus. Und ja, so habe ich dann irgendwie verloren. Die ganze Zeit angegriffen, während sie eingefroren war. Also, okay. Das hat mir irgendwie schon die Stimmung versaut. Deswegen kam auch mehr auf Chaos. Deswegen versuchen wir jetzt mal mit ihr. Also, okay. Ich habe keine Dings da. Und dann ist es auch viel einfacher. Lauf noch frei noch. Die ist schon kaputt, okay. Ich glaube, die Gegner werden echt schwächer nach der Zeit. Mein Gott, ich hatte gewusst. Heiliger Bimbam, Männer, Frauen, Kinder, alle stehen sie auf den Stühlen. Der Herausforderer hat überlebt. Mitgliederwechsel. So, ich weiß jetzt nicht, was jetzt kommt. Ich nehme einfach Pascal. Hoffentlich ist da noch Energie im Tank, denn hier ist doch viel mehr. Los! Okay, das sieht mir so aus, als würden die Gegner echt schwächer werden. Da kommt wieder ein stärkerer Gegner. Oh nein, nicht. Ich habe nichts. Ich habe so gut wie gar keine Angriffe mit. Das kann die Nova-Barrieren durchbrechen. Außer den hier, genau. Es ist richtig nervig, mit ihr gegen Nova-Gegner zu kämpfen. So. Wenn die Gegner echt immer leichter werden, dann ich doch vielleicht erstmal die stärkeren Gegner Charaktere nehmen sollen. Ich hoffe nur, ich kann den Schwierigkeitsgrad wieder umstellen am Ende. Weil das ist schon dann ein bisschen wichtiger. Also jetzt schwer lassen. Ist doch schon schwer genug eigentlich. Nee, irgendwie nicht, aber das ist schon manchmal. Königsfirma, das kennt ihr noch aus dem Kinderarzt. Aber ich meine nicht Aua, das hat auch 250. Und noch eine. Cool. Was zum... Das kam nicht von mir. Ich weiß ja noch, wie ich so überrascht war, dass ich zaubern konnte in Kinderart. Weil ich irgendwie noch nie gesehen habe, weil ich noch nie auf einem höheren Schwierigkeitsgrad früher angefangen habe. Aber naja. Ja, habt ihr als erstes im Let's Play, falls ihr da überhaupt schon reingeschaut habt, weil das ist schon jetzt ein paar Jahre her. Ein Jahr ungefähr. Als ich angefangen habe noch. Noch jung und knackig und unerfahren war. Aua. So, das Viech, das uns auf den Zabatberg hier verkloppt hat. Böse Sau. Mein Gott, jetzt hör doch mal auf mit dem Mist. Mist, Ampel ging her, sagt er doch gleich. Was? Das ging schnell. Okay, da kommt auf einmal so ein Flammenangriff und dann ist das Vieh auf einmal weg. Der Herausforderer gewinnt die Standarte.
Wir haben zwar keine Standard, aber überlebt zu haben, reicht ja auch schon mal. Mitgliederwechsel. So, Richard. So langsam sehen wir Licht am Ende dieses Tunnels. Aber ist dies ja die Erlösung oder ist es ein Zug? Reise ins Glück oder Reise nach Hause. Aufstehen oder runtergehen. Untergehen. Lackschuh oder barfuß. Was darf es denn sein? Legen wir los und finden wir es heraus. Und jetzt geht es los. Nein, denn nicht. Emerald Typhoon, fall before me! You'll pay! Fall before me! Emerald Typhoon! You'll pay! Ey, ich hätte einfach ab. Ich glaub schon. Lass mal. Ich hab da jetzt keine Ahnung. Zum. Take this, friend! The light of the heavens shall return. Ich könnte ja mal Dingens. Exoiden in Verbindung mit Dingens. Mit dem Tempo einsetzen, aber nein. Mein Gott, wie viel ist KDR denn? Take this, friend! Noch der hier. Mann. Kann ich noch ganz viel irgendwann einsetzen, Mann. Take this, friend! A quick death, Rising Phoenix! Nium. Okay, jetzt Taumann kommt gleich nicht. Boah, ich hasse diese Viecher. Ich versuche ja gerade den Attribut für Chariot zu bekommen in Ding zum Galia Schacht, den ganzen Nova Gegner. Also irgendwie gute Angriffe gegen Nova Gegner. Da gehen die Fische mir sowas noch von Nerven, also die Nova Version von diesen Typen hier. Oh, jetzt kann ich gar nichts machen, wir sind auf den Arm nehmen. Mach. Danke. Bist du? Ja, genau das Vieh. Das sind genau die gleichen Viecher. Genau die Viecher sind das. Wieder ein Elfschub? Wie schnell bekommt er einen Elfschub? Who dares? Cut! Lightning blade! Fly through! Howl like fire! My God! Cut! A quick deck! Pardon! What? Oh God! Irgendwas mit Dinner am Ende? Prepare for dinner oder irgendwie sowas? Ist der ja Metallklumpen oder was? Take this! Severing wind! Rising Phoenix! No! Cut! Pardon! Rising Phoenix! Fall before me! Ja, komm. Ja, komm. Aha, sehr schön. Mal. Aber werden die Gegner echt schwächer? Kann doch nicht sein. Was ist das für ein Kolosseum, ey? Guck mal, wie wenig Erfahrungspunkte ich noch bekomme. Anfang in der ersten Runde bekomme ich irgendwann mit 80.000. Wenn wir Musiker hätten, würden die jetzt da unten aufspielen. Mitgliederwechsel. Sophie. Ich habe ja immer noch irgendwie Hoffnung, dass nicht alle hier kämpfen müssen. Doch jetzt. Oh ja, jetzt seid ihr bereit. Wenn dieser Kampf kommt, solltet ihr lieber zur Seite gehen. Viele Krieger sind nicht zur Seite gegangen und viele Krieger sind gefallen. Doch nun erfüllt unser neuer Herausforderer die Höhe mit neuer Hoffnung. Wird man ihn einen Helden nennen oder wartet der Mülleimer der Geschichte auf ihn? Die letzte Schlacht ist da. Auf die Plätze, fertig, los. Oh, sehr schön. Okay. You're trembling. Why? Warte mal, ich glaube, einer davon war ein bisschen stärker. Ich weiß aber nur nicht welcher. Aber wir haben so viel, da kann nicht so viel passieren. No way! Okay, burn! Ja. Boah, sehr schön. Ja, ich verstehe nicht, wie am Ende irgendwelche noch da drauf gehen könnten. Ne, die Gegner werden nur so schwach am Ende. Du nicht. Aber. Irgendwo kommt da noch ein großer. Schnelles Ding, Skill, die Sache, irgendwas. Sweet, what? So.
beim Bergen gibt es auch immer schön nett, wenn irgendwie starke Gegner kommen. Warte, so. Ich habe irgendwie gedacht, ich hätte jetzt alle möglichen Startsteinerungen abbekommen, aber. Ach ja, die können dann versteinern, glaube ich. Ich weiß ja, irgendwie so weit war das doch, ne? Warte mal. Irgendwas war da noch. Ich glaube, die haben einen angeguckt, dann von Stein an. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das stimmt, aber ich gehe lieber kein Risiko ein. Und dann werde ich wieder gefroren und dann verliere ich im letzten Kampf. So, ja, hat er natürlich nicht gesehen. Boah. Das ist meine Nase. Man kann mal ein bisschen stärker Gegner kommen, wenn ich meinen Elfschub habe. So, sehr schön. Und immer noch nicht. Echt enttäuschend, das Finale hier. Ja, irgendwie schon. Au, au. Zweimal. Okay, der macht schon ein bisschen mehr Aua, aber auch nicht so sehr Aua. Was? Ey. Nein, aber der ist schon ein bisschen stärker, finde ich. Aber nur ein bisschen. Na komm. Ja. Irgendein großer kommt doch ja noch, ich weiß es. Ganz. Du denn? Schaut man jetzt die Solo-Runs machen kann. Oh mein, ich nicht. Warum muss man da im Mainart sein? Verstehe nicht. Wow, Heiligchen. Immer schön erst nachgucken. Weil da ist ja irgendein super starker dabei. Dann fistet und dann ist das nicht schön. Einfach da eine Menge reinballern. Sehr schön. Sehr schön. Rum. So, du aber. Ne, du bist schon wieder der gleiche. Aber mit Schwierigkeitsgrad zu tun oder was? Oh Mann. Na, was kommt hier? Oh. Wäre echt gut, dass die gegnerischen Zauber ein bisschen anders aussehen wie die eigenen. Ich hätte hier schon mal erwähnt, ich glaube nicht, ne? Oh Gott. Ich glaube, der Angriff wäre viel heftiger gewesen, wenn er auf einem höheren Schwierigkeitsgrad ausgeführt wäre. Oh Gott, ich brauche es klar. Ist er gerade von seinem eigenen Wirbelsturm weggeflogen? Sah jetzt gerade so aus. Okay, das war einfach. So wie der Rest. Was zum Teufel, voll enttäuschend. Ich glaube, der Wunder. Ja, der Herausforderer hat gewonnen. Welches erhabene Ziel wird sich unser neues Meister als nächstes setzen? So, was erwartet uns an der Spitze? Hey, isn't that... Hallöchen. Was so? I thought you all might come. What are you doing here? The Guardian is taking the day off, and I am his replacement. Ein Tag, genau. Guardians get days off? Well, to be more specific, he's on strike. Two more and he's out. Who taught you that? Wait, never mind. I can guess. Guck direkt weg. A strike, Sophie, is when workers stop doing their jobs in hopes of improving labor conditions. So the Guardian is unhappy? A general strike would also explain why no one repaired that broken elevator. Well, anyway, that's my theory. What do you mean? To be honest, there wasn't a strike.
The Guardian actually said something about being tired and just walked away. Tired? I can understand his sentiments. Standing on top of this tower day after interminable day, anyone would grow weary of such a life. So the Guardian is just gone? Oh, not to worry. We found him. I think he just needs a vacation. That sounds sweet! I want a vacation too! So instead you have the honor of facing Riot Peak's temporary master, me. What? You're going to fight us? Alright, fair enough. Let's... Now hold on just one... On. Let's begin. Okay. Ja, dann wisst ihr ja, was im nächsten Part ansteht. Ich würde aber erstmal den Schwierigkeitsgrad auf. Ich habe nicht so das Gefühl, dass wir sie auf Chaos erledigen können, wenn die einen Monster schon so kaputt stark waren. Deswegen versuchen wir es mal auf Böse. Aber bis jetzt haben wir es noch nie geschafft, irgendwie irgendeinen Boss hier auf Chaos zu erledigen. Deswegen, ja. Ich gucke mir immer noch meine ganzen Titel an, weil ich möchte bei jedem hier irgendwie so KP plus Dingens haben. Oh, ich möchte eigentlich gar nicht das Team haben. Ich möchte Pascal haben. So habe ich das eingestellt eigentlich am Anfang. So. Dann kommen jetzt erweiterte Strategien. Und zwar nehmen wir das Buch der Stärke. Damit wird der erlittene Schaden nämlich halbiert. Wir brauchen den Kampf rasch 11. Brauchen wir sowieso nicht. Ja, ich hoffe nur, dass die beiden hier rechtzeitig aktiviert werden. Und ja, ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es dann heißt, den Kampf gegen Poisson zu bestreiten. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.